Grüß euch! Willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Legend. Mit mir Sandy 3448 und Werner Undertaker. Und wir sind. Oh! Den habe ich total vergessen. Und ich spiele natürlich die Nacht das Fieder auf. Das ist kein gutes Jagdrevier, mein Freund. So. Wir sind wieder zurück bei der Wippe in Bolivien und werden für euch jetzt mal das Wippen-Rätsel lösen. Indem wir hier sehr, sehr leise die Kiste verschieben. Profession. Ja, so kann man es natürlich lassen, erstmal. Arschbombe! Paff! Ja, cool. Ach, toll. Einfallsreichtum ohne Ende. Ja, also wenn sie sich schon ausgehen. Wird es schon tun. Paff! So, na gut, okay. Das heißt für dich, du hast grünes Licht und kannst dementsprechend. Was ist das da eigentlich da oben? Handeln. Das da oben? Ja. Ein Tor, das aber blockiert ist. Nein, ich meine, schau, das sieht doch aus wie, keine Ahnung, böser Marienkäfer. Lord Helmchen von Spaceballs. Ja, genau der. Sowas auf die Art, ja, oder? Keine Ahnung. Ja, voll. So. Links die Blockade gelöst. Warte, die rechte müssen wir mit der Kiste. Den Schatz sollten wir nicht vergessen. Ja, wenn jetzt, wenn wir den noch mitnehmen, wenn wir schon da sind. Ja, dann kann man super bei eBay verscheren. Nur um keine Werbung zu machen. Ja, entschuldige. Total vergessen. Ja, ich bin es auch nicht gewöhnt zum Let's Play. Darf man das überhaupt? Ich schon draußen, so ist das Leben. Soll ich jetzt eigentlich links oder rechts rüber gehen? Oh, das überlasse ich jetzt einmal dir. Ich lasse mich überraschen. Ich gucke jetzt erstmal zu. Es ist gewaltig, wirklich die Grafik. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Es sieht aus wie ein Schatz. Was sie drüben machen, ne? Ideenreich, Einfallsreichtum, so große Hallen. Irgendwo unterirdisch oder über Tag, keiner weiß es. Ich finde ein kleines bisschen, dass die Hallen
Okay, anscheinend können wir hier nicht lang gehen oder schon, oder? Hier bin ich nur gerade so blöd, den Weg zu finden und fällt es mir rund oder so. Die Hallen aus Stein. Ja, anscheinend müssen wir doch hier rüber. Sie haben uns gezwungen. Hä? Na wenigstens haben wir keinen Lebensschaden genommen. Mit was halte ich mich jetzt eigentlich fest, dann, wenn ich... Mit Y? Ah, mit Y, okay. Dann verstehe ich alles. Controller-Schwierigkeiten. Wie gesagt, wir spielen nicht auf einer Xbox 360, sondern wir sind auf dem PC unterwegs und haben einen Wireless Xbox 360 Controller mit dem PC verbunden, mehr oder weniger. Und haben aber leichte Konfigurationsschwierigkeiten. Zuzüglich muss ich einmal schauen, ob es irgendwo einen... Oh Mann. Einen Patch gibt, weil die Konfiguration, die wir einstellen, müssen wir bei jedem Spielstart, so scheint es, neu vornehmen. Da ansonsten eine komplette falsche Konfiguration auf der Controller-Einheit wiedergefunden wird. Aber vielleicht lasse ich ja das mit einem Patch lösen. Keine Ahnung, muss ich mal schauen. Kotzt mich maßlos an, weil auf der Xbox 360 ist das so sauber gelaufen und hier weigert es sich, so simple Sachen wie Konfiguration zu merken. So, Sandy, gib Gas. Haben wir wieder wenig Zeit, oder wie? Na, reichlich Halbzeit haben wir. Ich hab die ganze Zeit, wo du gerade vom Controller redest, ich hab die ganze Zeit ein bisschen Wahn, dass er immer mal gesagt, der quietscht so sehr, ich hab keine Ahnung wieso. Ja, wir werden ihn ölen. Das geht auch? Ja, sicher. Oh mein Gott, wachsen die Zähne aus der Nase raus? Mhm, sowas auf die Art. Oh! Ich fahre schon die ganze Zeit, was du da machst. Ach so. Ja, jetzt weißt du's. Passt. Ich bin einfach schatzsüchtig. Ich weiß nicht warum. Ja, mach nur. Ja, das Licht andrehen. Ja, aber da habe ich vorher nicht gewusst, dass man da rüber springen kann. Sonst hätte ich mir das Medipack sparen können oder das Leben oder was weiß ich. Verstehe. Der Boden sieht schon wieder so komisch aus. Oh oh. Verdammt, Peter, los! Nein, nicht schon wieder dieses... Ah! Ich habe nach unten gedrückt, ich weiß nicht, was die haben. Das wird jetzt lustig. Lädt. Habe ich jetzt schon... Nein, ist ja klar. Oh oh. Naja. Das ist nach unten gedruckt. Ja, vielleicht haben wir da wirklich Konfigurationsprobleme. Ich könnte aber auch versuchen, das irgendwie auf der Tastatur zu machen, weil ich sitze eh gerade vom PC, obwohl ich auch vom Fernseher sitzen könnte. Weil ich ja so klug bin, sitze ich für den PC. Ja, ja, das sollten wir vielleicht noch erwähnen. Wir können entweder, ich schaue jetzt auf einen 42 Zoll Flachbild und Sandy sitzt vor einem 22 Zoll Monitor. Weil wir haben das Bild jetzt dann mit HDMI rübergelegt auf Fernseher. Soll ich das jetzt nochmal mit dem Controller machen oder soll ich versuchen? Ich meine, ich kann mich nicht sagen. Puh, ja, ich bin ratlos. Soll ich speichern? Nur ganz kurz so.
schau mal, wir haben noch 4 Minuten für diesen Take. Ach, vergiss es. Genau. Wenn es so nicht geht, mache ich so. Oh verdammt, weiter, los! Okay, es ging jetzt gerade nicht mit Controller. Und ich weiß halt nicht, was die Tasten woanders heißen. Und es ging wieder nicht mit Controller, aber ja. Dort liegt ein Schatz. Hallo, dort lag ein Schatz. Ja. Entschuldige, dass ich ihn nicht aufgehoben habe beim Überflug. Ja, und ich atme noch. Dass du ihn nicht aufgehoben hast? Wer hat den Überflug gemacht? Das war verdammt cool. Kontrollpunkt. Sehr gut. Sag mal, hätten wir den eigentlich auch aufheben können, so mit X? Eigentlich. Ja, weil den... Mit oder Magnethaken, oder wie? Ja, genau. Tja, das ist die Frage. Maybe, I don't know. Boah, war das dann wieder diese Halle mit diesem Spiel mit weiterdrehen und schwingen und was weiß ich? Ah, das kann ich mich dunkel erinnern. Auf jeden Fall, wenn ich da runterschaue und ich sehe Wasser unten, bin ich schon einmal schwer begeistert. Hallo. Was mache ich gerade? Also, das ist nicht so. Ja, und wir sehen auch gleich unseren ersten Feind da unten. Darf ich vorstellen? Captain Blaubeer. Soll ich den noch bekämpfen und dann? Oder? Ich denke mal, was macht der Typ unter Wasser? Da ist ja nur kniehoch. Okay. Der hat irgendwie schon reagiert. Kann ich noch erinnern, wie das letzte Mal in der nächsten Rad. Aber den fand ich cool, der hat Rücksicht auf mich genommen. Ich bin da so an der Kante gehangen und der hat mich angegriffen. Süß von ihm. Und trotzdem. Okay, der hat jetzt wirklich Rücksicht genommen, das muss man jetzt wirklich sagen. So, pass auf, ich würde sagen, wir beenden den Take. Ja. Und bis weitergeht. Sieht man dann im nächsten. Was meinst du? Ja, genau. Und wenn wir diesen Schatz da holen, den da. Alles klar. Dann tschüss, sagen Werner Undertaker und Sandy 4338.